Hallo Leute, hier ist eure Licia. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horsehaven. Beim letzten Mal habe ich damit aufgehört, dass wir uns einen Stallburschen aussuchen dürfen. Und wir gucken mal, wen wir denn alles so anheuern könnten. Du hast den Stallburschen freigeschaltet. Du findest ihn im Stallmenü. Okay. Erstmal Geld abholen. Dann will's nicht. Ach, jetzt. Ach da. Okay. Du kannst 3 Freunde anheuern, die dein Pferd für Kurzzeit ausbilden. Dein Pferd erhält dafür Erfahrung. Du kannst es jederzeit ausprobieren. Okay. Oh, Kitty ist schon groß geworden durch euch. Dankeschön. wen nehmen wir denn mal? Nehmen mal die Alicia. Oh, ich habe schon die Leute angeklickt dadurch. Geben wir mal denen, die auch gerade angefangen haben, die Chance dazu. Georgia und die an Christine. So, okay. Oh, das kostet uns eine ganze Menge Geld, aber ihr habt mir ja auch schon so viel Geld zurückgegeben. Ah, da wird sie jetzt trainiert. Ah nee, da ist sie doch noch ein Fohlen. Hä, wurde die nicht gerade groß angezeigt? Egal. Kitty ist im Training. Wir machen den Paddock sauber, der wirklich dreckig jetzt ist. Jetzt einige Zeit lang nicht online, weil er nichts machen konnte. Weil da immer dieses Fenster aufgepeppt ist mit dem, du kannst einen Stallburschen orientieren. Ja, so. Die Futtermühlen sind fertig. Ja, mein Speicher ist voll, das weiß ich. Ich will ja auch das da anklicken. Genau. Das Feld ist fertig. Das müssen wir dann direkt nochmal aufwerten hier. Und... Ach, mein Speicher ist ja voll. Ja. Ja, dann werten wir die Futtermühle hier jetzt auch nochmal auf. So, dann das Lager. Habe ich viel zu tun hier erstmal am Anfang. Normalerweise Zeug, was ich hier immer im Offline mache. So... Genau, jetzt geht natürlich mein kleiner Jiffy-Schatz hier wieder in die Trinkflasche. Das ist ja so ein Programm, wa? Oder können wir jemanden als neuen Freund annehmen noch? Den kriegen wir noch. Das Pferd erhöhen wir auch. Den erwischen wir. Ja. Jiffy, musst du jetzt in der Trinkflasche da? Ah, es tut mir leid. So. Dann hätten wir einen neuen Freund. Dann noch einmal Futter hier. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Getreide haben. Oder habe ich jetzt wieder zu viel verkauft? Ach, ich habe schon wieder zu viel verkauft. Dann können wir immer noch keine Müsli machen. Mensch, was mache ich denn hier? Mann. Hier. So. Dann gucken wir mal ins Lager. Oh, das sieht jetzt aber schick aus. Haus hier. Schick, schick. Das gibt uns jetzt ein bisschen was an Geld. Na klar, wollen wir neue Freunde haben. Unser Wiki zeigt, wie du seltene Elite und mystische Pferde bekommst. Okay. Dann muss ich jetzt wieder ins Internet, aber das möchte ich jetzt gar nicht. Das ist die Instagram-Seite von Horsehaven. Ach, guck mal, die haben Instagram. Na, vielleicht ist es mal ganz interessant, die mal zu verfolgen, ne? About the game. Alles auf Englisch. Gucken wir mal einmal ganz kurz drauf. Okay. Das sind also seltene Pferde jetzt, ja? Ein Haflinger. Ja, wie kriegen wir denn zum Beispiel so einen Haflinger? Was steht denn da jetzt? Eine kleine Beschreibung zum Haflinger, wie in SSO. Ein kleines Bild, was der einbringt. Wir müssen Spieler Level 26 sein, um freizuschalten. Wir brauchen Frankreich dafür. Der Markt muss auf Level 4 sein.
Ah, und hier stehen die Eltern. Okay, ist vielleicht doch ganz praktisch. Aber wir wollen jetzt gerade weiterspielen. So, nee, das gucke ich mir später an. Da gehen wir jetzt gleich hin nach Mexiko. Vielen Dank fürs Geld und fürs Anheuern. Vielen lieben Dank. Und danke, dass ihr meine Farm besucht habt. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt erstmal, obwohl wir gucken mal eben, was der hier hat. Den Canadian haben wir. Den brauchen wir gar nicht. Ja genau, wir können mal auf dem Markt gucken, was gerade verkauft wird. Quarter, Mustang, Appaloosa und Mustang. Nee, die brauche ich nicht. Aber wir können das ja mal aufwerten. Vielleicht kriegen wir da andere Pferde von. Wir machen jetzt ein Rennen in Russland. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Mit Concha. Und dann statten wir sie natürlich mit Boost aus. Hier, oh, was geht? Zieht alle naheliegenden Münzen zu deinem Pferd. Ja, es kostet aber 8 Diamanten. Ich glaube nicht, dass sich das schon lohnt. Wir nehmen noch die Sprungfeder. So. Gib alles, Concha. Außer es ist nicht groß hier, aber... Mal gucken, was wir jetzt hier so erreichen können. Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet, was wir jetzt ausgegeben haben. Und wir haben Flügel durch diese Sprungfeder. Guckt euch das an. Wie in Alicia Online. So schaut das ein bisschen aus. Wie findet ihr das jetzt eigentlich, dass ich jetzt nur so 2 bis 3 Mal die Woche Crosshaven rausbringe und... Ich habe ja in letzter Zeit wieder mehr SSO ausgemacht oder ich habe es zumindest versucht. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Ich kann natürlich nicht jeden hier ja, zufriedenstellen, sage ich mal im Sinne, weil die einen sagen mir so und so, aber ich versuche immer so ein gesundes Mittelmaß für alle zu finden. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich in Horsehaven, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, nicht grüßen möchte, weil da muss ich in SSO grüßen und hier auch noch und da wahrscheinlich später in anderen Spielen auch noch und dann sind das nur noch Grüße-Videos und das finde ich ein bisschen schade dann irgendwo, sag ich mal. Deswegen, oh, nein, ah. Ach, wir hätten noch eine schöne Strecke laufen können, aber ich habe es jetzt verpasst. Naja. Oh, aber ich habe einen Freund überholt. Immerhin. Immerhin. Ich bin auf Platz 9. 9 ist ganz okay, ne? Geht besser, aber naja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, dass ich nicht grüßen möchte und so überall, weil das sonst zu viel wird. So. Ich werde im Offline-Modus noch ein paar Farben wahrscheinlich erweitern. Also nicht dann wundern. Ne? So, dann machen wir noch in Mexiko ein Rennen mit unserer Pixie. Da machen wir jetzt auch alle Boosts, die gehen. Mehr geht nicht. So. Jeffy ist immer noch an der Trinkflasche dran. Der will mich hier sabotieren. Ich weiß das ganz genau. Die Energie geht gar nicht weg hier. Also ich finde... wie viel Geld hatten wir für Pixie ausgegeben beim Ranger? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr, aber ich finde, sie hat sich vom Preis her total gelohnt. Von vorne bis hinten. Natürlich ein klasse Pferd. Auch wenn sie nicht so viel wert ist, wenn man es verkaufen würde, aber die reitet hier immer Spitzenzeiten. Ist auch richtig schnell. Sieht sogar echt gut aus. Vielleicht schaffe ich hier auch noch einen neuen Rekord. Könnte ja noch mal kurz in diesem Video erwähnen für alle Star Stable Spieler wegen dieser Justin Morland Sache. Ja, ich weiß, ich soll dazu noch ein Video machen,
Ich werde dazu auch noch ein Video machen. Wer das nicht mitbekommen hat, Justin Moreland ist ja eigentlich ein NPC und gehört zu der Story von SSO. Und SSO hat selber zugegeben, dass das ein Fehler war, dass man Justin Moreland auswählen konnte, dass man halt als Anfangscharakter Justin Moreland oder Konrad Marston angeblich hieß. Wir haben aber nur wirklich Beweise von Justin Moreland und dass Justin Moreland auch nur auf einem englischen Server war. Aber es wurde ganz viel Aufruf verursacht, dass Justin Moreland auch auf den deutschen Servern überall unterwegs sei und dass das ein Hacker sei, dass man sich von dem fernhalten soll, keine Freundschaftsanfragen nehmen soll, also annehmen soll und all sowas. Und es ist kein Hacker gewesen. SSO hat selber Entwarnung gegeben und lasst euch da bitte nicht von irgendjemandem verrückt machen wegen irgendeinem Justin Moreland oder so. Es war einfach nur ein Fehler. Und macht euch da keinen Kopf. Ne? So, 1235 Meter hatte ich geschafft. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das Beste war. Achso, doch, das war ja das Beste, was ich geschafft habe. Hahaha. Habe ich denn jetzt heute wieder meinen Kopf hier an diesem Morgen? So. Gut, aber ich weiß gar nicht. Mein Pferd wird ausgebildet und darf nicht gestört werden. Ja gut, dann dauert das noch ein bisschen mit Kitty. Hoffentlich wird sie gut ausgebildet. Ich mache dann jetzt hier erstmal Schluss. Ich werde hier noch ein paar Farmen erhöhen, dann im Offline, damit ihr das schon mal wisst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Viel Spaß selber in Horse Stable, in Star Stable, in anderen Spielen und euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, eure Alicia.